Einsatz in Mannheim. Es ist 14.18 Uhr. Christoph 5 muss auf einer Spielplatzwiese landen. Für Notarzt Philipp Krämer und seinen Kollegen heißt das, knapp einen Kilometer bis zum Unfallort rennen. Servus. Ungefähr 15 Jahre. Auf dem vierten Stock. Fraglich. Pupilleninitial eng, jetzt nach insgesamt 10 Milligramm Fenta, initial weit nach 10 Milligramm Fenta eng. Und dann wird mit dem 7er Tubus initial rechts ein abgeschwächtes Atemgeräusch, auch mit Boden könnte den Hämatokorax. Paul schlug mit 50 Kilometer pro Stunde auf den Asphalt. Der Aufprall zertrümmerte zuerst die Füße und die Beine, dann das Becken und die Arme. Weitere Schäden an Leber und Lunge, im Gehirn eine Blutung. Nur eine der vielen Verletzungen ist in diesem Moment lebensgefährlich. Pauls Becken ist in mehrere Teile zerschmettert. Kleine und große Blutgefäße sind gerissen und bluten ungehindert in den offenen Beckenraum. Habt ihr ein Becken gut? Nein, haben wir nicht. Das Becken ist offen. Ja, er war vorhin bei 7. Dr. Krämer weiß, dass er den Blutverlust sofort stoppen muss. Sonst hat der Junge keine Chance. Er bereitet einen provisorischen Beckengurt vor. Wer ist denn der Fahrer? Bitte? Wer ist denn der Fahrer? Der Pet Birnbaum. Der soll losfahren. Pet! Wir fahren los! Pet! Fahren! Fahren! Jetzt! Alles liegen lassen! Jetzt fahren! Haben die noch erstmal unterwegs? Leute, Blast, mit was willst du zumachen? Knoten? Ja, durchknoten. Durchstecken. Der improvisierte Gurt presst die Beckenteile wieder zusammen. Und damit ist er ruhig. Das erzeugt im Beckenraum einen Gegendruck, der Pauls schlimmste Blutungen fürs Erste eindämmt. 14.33 Uhr. Am Unfallort ist alles getan. Jetzt in die Klinik, in den Schockraum, so schnell wie nur möglich. Uhr 40, gut eine Stunde nach dem Unfall. Alle hörbereit? Ja. Wir bringen ca. 16 Jahre aus dem vierten Stockfall. Wurde formalisiert, initiales A-Problem mit dem Tubus gelöst, hätte massiv Blut im Rachen gehabt, B, kein Problem, massives C-Problem, Becken instabil, Bauch ist distendiert, Oberschenkel, Unterschenkel offen blutend. Massives Schädel-Hirntrauma, initialer GCS3, Pupillen initial weit, jetzt eng. Polytrauma in 1,5 Liter Ringer, eine Hyperhes und unterwegs noch von dem Kollegen vor Ort Adrenol laufen gehabt. Deswegen ist der Druck geschönt, der ist bei 140. Dr. Wölfel und sein Schockraumteam übernehmen jetzt den Patienten. Weitere spezialisierte Ärzte sind alarmiert. Der Ultraschall zeigt, Nils ist unauffällig. Beckenhämatom rechts mit Komprimieren der Blase. Paul verliert weiter Blut. Etwa 2 Liter haben die Notärzte ihm seit dem Sturz verabreicht. Es gilt, die Blutverluste dauerhaft zu stoppen. Zuerst ersetzt Dr. Matte den provisorischen Beckengurt. Gleichzeitig vernähen seine Kollegen offene Wunden. Aber es droht eine weitere Gefahr für den Patienten. Aus dem Loch in der Lunge dringen Luft und Blut in den Brustraum. Der Druck droht, den Jungen ersticken zu lassen. Die Ärzte müssen Flüssigkeit und Luft absaugen. Das machen sie mit fingerdicken Schläuchen, die sie zwischen die Rippen schieben. So lässt sich das gefährliche Blut-Luft-Gemisch aus dem Brustraum absaugen. Und die Lunge hat wieder Platz zum Atmen. Paul ist jetzt 12 Minuten im Schockraum, doch erst nach 18 Minuten ist er so stabil, dass er zum CT gebracht werden kann. Erst der Scan wird zeigen, wie Pauls Überlebenschancen sind. Ich
Im CT-Kontrollraum warten alle auf die Bilder aus dem Körperinneren. Ein Neurochirurg soll noch dazukommen, um die Schädelverletzungen besser zu beurteilen. Die Not-OP wird nun auch schon organisiert. Der Zustand ist durchaus kritisch. Hat ein schweres Schädelhirntrauma, neben übrigen Beleidverletzungen an Extremitäten am Becken. Das sind Hirnquetschungen, ein sicher erhöhter Hirndruck. Wir werden jetzt gleich eine Hirndrucksonde legen und dann den Zustand beobachten über die nächsten Stunden. Er hat eine Leberruptur, eine zentrale. Da wollen wir momentan aber nichts dran machen. Der Bauch bleibt zu. Das wird beobachtet und hat halt an beiden Armen und an beiden Oberschenkeln schwer offene Frakturen, also Brüche. Da machen wir äußere Spanner drüber, Fixateur extern. Das beginnen wir jetzt. Keine Übergabe an der OP-Schleuse, sondern direkt durch. Ab 15.30 Uhr kämpfen die Ärzte im OP-Saal um Pauls Leben. In den nächsten Stunden sind teilweise bis zu 14 Ärzte und Assistenten im Raum. Christoph Wölfel und sein Team richten die schwersten Knochenbrüche, denn auch hier verliert der Junge immer noch Blut. Der CT-Scan zeigt den alarmierend gestiegenen Hirndruck. Gegen 16.30 Uhr bereiten die Assistenten deshalb eine Schädeldrainage vor. Dafür bohrt der Neurochirurg ein Loch in die obere Schädeldecke. So kann er Flüssigkeit aus dem Schädelraum absaugen. Der Druck sinkt und damit die Gefahr von Hirnschäden. Um 17:30 abends kann Christoph Wölfel eine erste Bilanz der OP ziehen. Wir sind eigentlich momentan relativ zufrieden, also ich auch, weil der Patient stabil ist, also kreislaufstabil. Und wir durch die Maßnahmen, die wir jetzt vorgenommen haben, so wie geplant, erstmal auch die Blutung am Becken stoppen könnten. Ich hoffe, dass jetzt im Bauch nichts noch dazukommt. Wir machen jetzt gleich nochmal einen Ultraschall. Und auch vom Kopf her hoffe ich, dass es so bleibt, dass es nicht schlimmer wird. Und dann haben wir erstmal, sagen wir mal, relativ gute Aussicht oder sagen wir Anfangsmöglichkeiten, wie es dann weitergeht.